Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen zum 12. Teil der Microlecture Urstoffe und Chiralität. In diesem Video widmen wir uns Konstitutionsisomeren der Kohlenhydrate. Bis jetzt haben wir gelernt, dass es sich bei Kohlenhydraten um azyklische Moleküle handelt, die als funktionelle Gruppen sowohl Alkohole wie auch Ketone oder Aldehyde enthalten. In der Tat ist es so, dass es aber zu diesen Carbonylverbindungen noch Isomere gibt, die zyklischer Natur sind. Das wollen wir uns jetzt einmal genau anschauen. Hier rechts sehen Sie noch einmal eine Fischer-Projektion von Glucose. Wir finden hier Carbonylfunktion, einen Aldehyd und mehrere Hydroxygruppen, das heißt sekundäre und primäre Alkohol. Nun, von Ihrem Wissen über Carbonylverbindungen können Sie sich noch herleiten, dass Aldehyde mit Alkoholen reagieren. Diese Umsetzungen, das sind nukleophile Additionen, die auf entgegengesetzten Partialladungen basieren. Carbonylsauerstoff, negativ partial geladen, bündet ganz gerne hier ein positiv partial geladenes Wasserstoffatom eines Alkohols. Gleichzeitig bildet das Sauerstoffatom des negativ partial geladenen Alkoholes hier eine Bindung zu dem positiv partial geladenen C-Atom der Carbonylgruppe aus. Aus diesen Reaktionen geht ein Halbacetal hervor. Wir sehen, dass hier aus zwei Molekülen ein Teilchen entsteht. Das heißt, dass diese Transformation entropisch nicht sehr günstig ist, weil die Anzahl der Teilchen abnimmt. Deswegen sind Halbacetale im Regelfall keine sehr stabilen funktionellen Gruppen. Und dieses Reaktionsgleichgewicht liegt hier eher auf der Seite der Edukte, also bei der Carbonylverbindung und dem Alkohol. Nun, das Besondere bei Kohlenhydraten ist, dass wir hier sowohl eine Carbonylgruppe wie auch Hydroxygruppen in einem einzigen Molekül vorfinden. Und in der Tat, wenn hier jetzt eine Addition stattfindet, handelt es sich um eine intramolekulare Reaktion, das heißt eine nukleophile Addition, die innerhalb eines Moleküls abläuft. Hier oben an dieser Reaktion sind zwei Moleküle beteiligt, das wäre eine intermolekulare Umsetzung. Wechseln wir zu diesem intramolekularen Fall, so entsteht aus einem Molekül ein Produktmolekül. Deswegen sind diese zyklischen Halbacetale hier wesentlich stärker begünstigt als solche azyklischen Halbacetale hier oben. Und deswegen bilden Kohlenhydrate bereitwillig solche zyklischen Halbacetale aus. Sie sehen hier einmal die Additionsreaktion der Glucose. Hier haben wir jetzt natürlich mehrere OH-Gruppen, die an das Carbonyl-C-Atom addieren können. Besonders begünstigt ist die Addition der OH-Gruppe an C5, weil wir dabei ein sechsgliedriges Ringsystem erhalten. Die anderen Ringschlüsse führen zu drei, vier, fünfgliedrigen Ringsystemen oder einem siebengliedrigen Ringsystem. Und diese Ringsysteme, das wissen Sie auch von der Diskussion der Zykloalkane, verfügen über eine wesentliche Ringspannung und sind thermodynamisch wesentlich weniger stabil. Deswegen kommt es hier zur Ausbildung dieser sechsgliedrigen Ringsysteme. Wir haben jetzt einen sechsgliedrigen Zyklus und der ist dem Pyran ähnlich, ein Heterozyklus, den Sie hier unten sehen. Hier haben wir einen Sechsring mit 5 C-Atomen, ein Sauerstoffatom und zwei Doppelbindungen. Da sich diese Konstitutionsisomere hier ableiten von den Pyranen, bezeichnen wir die als Pyranosen. Wo Sie wiederum sagen, es handelt sich hier um ein Kohlenhydrat. Vergleichen jetzt einmal die Summenformel dieses Additionsproduktes C6H12O6. Hier ist identisch mit dem von der D-Glucose. Das heißt, diese beiden Moleküle sind Isomere und in dem Fall Konstitutionsisomere, da die sich durch die Verknüpfung der Atome untereinander unterscheiden. Bei dieser Additionsreaktion, das ist jetzt sehr interessant, entsteht hier ein neues Stereozentrum. Glucose verfügt in der azyklischen Form hier über 1, 2, 3, 4 asymmetrisch substituierte C-Atome. Glucopyranose wiederum hingegen hat 1, 2, 3, 4, 5 Stereozentren. Das neue Stereozentrum
an dem Halbacetal-C-Atom. Das bezeichnen wir auch als anomeres Zentrum. Gut, und wir wollen es jetzt einmal anschauen, anhand eines Modells, wie diese zyklischen Derivate entstehen. Bei der Sicherprojektion ist es jetzt so, dass wir periplanare Konformationen über alle Kohlenstoff-Kohlenstoff-Bindungen vorliegen haben. Das ist eine Vorgabe, die aus der Fischer-Projektion resultiert, weil hier die Substituenten, die in der horizontalen liegen, auf uns zukommen müssen und in der vertikalen, die müssen von uns wegweisen. Deswegen haben wir eine solche gekrümmte U-förmige Konformation. Lass jetzt mal dieses Molekülmodell hier auf die Seite fallen. Und Sie sehen, dass diese Konformation eigentlich schon sehr gut geeignet ist, um hier ein Ringsystem aufzubauen. Wir müssen hier nur eine Drehung, Kohlenstoffbindung von C4 nach C5 durchführen. Und jetzt liegt diese OH-Gruppe an C5 in unmittelbarer Nachbarschaft hier zu dem Carbonyl-C-Atom. Das ist jetzt ein Modell für diese Strukturformel. Wir haben hier die Carbonylgruppe. Dann folgt die Hydroxygruppe, die auf sie zukommt, an C2. Hier haben wir Hydroxygruppe an C3 hier. Dann folgt OH-Gruppe an C4, die wiederum zeigt in unsere Richtung. Und die OH-Gruppe hier an C5, die liegt jetzt hier in der Ebene des sich ausbildenden Rings für diese nukleophile Additionsreaktion. Hier haben wir das Sauerstoffatom des Pyranose-Ringes. Dann, das hier wäre jetzt die OH-Gruppe an anomerem Zentrum. Hier habe ich die jetzt willkürlich einmal nach hinten angeordnet. Dann hier finden wir jetzt der C2. OH-Gruppe kommt auf zu, gehen wir über zu C3. Hier liegt die OH-Gruppe wiederum im Hintergrund. Das wäre jetzt C4. Die OH-Gruppe ist im Vordergrund. Hier bei der Strukturformel wieder. Und das wäre jetzt das fünfte C-Atom. Die OH-Gruppe hier ist in den Aufbau des Ringsystems beteiligt. Als Substituenten haben wir hier jetzt noch eine Hydroxymethylgruppe, die im Hintergrund liegt. Das können Sie hier in der Keilstrichformel ebenfalls deutlich erkennen. Und üblicherweise ist es so, dass wir jetzt bei diesen Keilstrichformeln der Pyranosen eine etwas andere Perspektive wählen, und zwar die von der Rückseite. Nun, dazu müssen wir jetzt unser Molekülmodell nehmen und einmal um 180 Grad drehen. Ich hebe das hoch, drehe das hier einmal um 180 Grad. Hier OH-Gruppe an C5 addiert jetzt an das Carbonyl-C-Atom. Schauen wir uns jetzt einmal das Produkt an, was dabei entsteht. Das ist jetzt die Glucopyranose. Wir schauen uns die genau von der anderen Seite an, wie eben. Und gehen jetzt noch einmal hier durch. Hier ist das Ring-Sauerstoffatom oben. Das hier wäre jetzt C1, unser Halbacetal, hier willkürlich OH-Gruppe, kommt hier auf uns zu an dem neuen Stereozentrum. Diese geschlängelte Bindung hier zeigt uns im Übrigen an, dass sowohl die OH-Gruppe in die eine wie auch die andere Richtung liegen kann. Das ist hier jetzt bei dieser Keilstrichformel nicht genauer festgelegt. Gehen wir über zu C2. OH-Gruppe zeigt von uns weg, das sehen Sie hier deutlich am Keilstrich gekennzeichnet. OH-Gruppe an C3 finden wir hier wiederum, zeigt nach oben. Die OH-Gruppe an C4 liegt hier im Hintergrund. Ganz oben sehen Sie dann C6 als Substituenten, eine Hydroxymethyleneinheit, die auf uns. Also in diesem Teil sind wir jetzt eingegangen auf Pyranosen, solche zyklischen Konstitutionsisomere. Es handelt sich dabei um Halbacetal. Meine Damen und Herren, im nächsten Teil, im 13. Teil dieses Online-Kurses geht es weiter mit dem anomeren Zentrum. Wir schauen uns hier die Diastereomere an, die entstehen und worin die sich unterscheiden und wodurch die stabilisiert werden. Wenn Sie hier oben hinklicken, kommen Sie direkt zu diesem nächsten Kursteil. Hier finden Sie einen Link, Playlist der Micro-Lecture, Chiralität und Naturstoff. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie in Erwägung ziehen, meinen Kanal zu abonnieren, die Reichweite dieser Videos zu vergrößern. Wenn Sie die Glocke aktivieren, werden Sie außerdem immer über die neuesten Lehrvideos auf Peter Hui Lab informiert. Und gerne können Sie auch einen Kommentar dalassen oder Fragen stellen hier unter dem Video.
Den Link, um meinen Kanal zu abonnieren, der wird im Übrigen hier oben eingeblendet. Und damit freue ich mich, Sie dann im nächsten Kursteil wieder begrüßen zu dürfen.